So, Herr Rittmeister, das hätten wir. 6 Heller wie immer. Jesus, das Rasier, was hätte ich beinahe vergessen. Da sind's mir nicht böse. Ist ja auch kein Wunder, weil mich die Geschichte, die mir ja wurscht sein könnte, wie nur etwas auf die Barrikaden getrieben hat. Sagen Sie, finden Sie eigentlich mein Rasierwasser auch so miserabel? Wie kommen Sie denn da drauf? Na, Sie können fragen. Hund miserabel, hat er sogar gesagt. Aber wenn ich Sie trotzdem bitten darf, kein Wort von dem Ganzen zum Dr. Frisch auf. Da sind er und ich nämlich völlig konträrer Ansicht. Den Kohlenkönig zum Nationalhelden machen, ist ja abartig sowas. So, ich hoffe, wir sehen uns mal wieder, Herr Rittmeister. Ich fürchte, ich kann Sie nicht beleben, Herr Herrnhofer. Nichts hört man lieber als das, Herr Rittmeister. Bitte, Herr Dr. Melange, bitte sehr, bitte schön, und 2 Kipferl. Ich bedanke mich schön, Herr Ludwig. Sagen Sie, wo der Herr Strauß heute bleibt, der wird doch nicht krank sein. Na, aber der doch nicht. Das ist doch ein waschechter Bratwischler. Schlafen wird heute nach dem, was Sie mir erzählt haben. Das hält ja keiner durch. Sagen Sie, wie viele Flaschen Champagner waren das? Meine Verehrung, Herr Rittmeister. Grüß Sie, Herr Doktor. Sagen Sie, was ist los? Sie wollen schon rasieren. Hören Sie auf, Sie ist kein Verlass. Zum Herrnhofer geht man um 8 Uhr und keine Sekunde früher. Merken Sie sich das, ja? Verzeihung, ich werde mich in Zukunft dran halten. Ja, und dann bitte merken Sie sich noch 9 Uhr wieder Kaffee Ramsauer, Gabelfrühstück, 10 Uhr Halle Hotel Post, Leitschauen. Erst ein paar Tage da, der Herr Rittmeister, und bringt schon mein ganzes Leben durcheinander. Soweit kommt's noch. Bringen Sie mir bitte schön auch ein Melange. Ein Melange, bitte, Herr Rittmeister. Sonst noch was? Und 2 Eier im Glas und ein Buttersemmel. 2 im Glas, ein Buttersemmel, bitte sehr. Kommt sofort. Also das tät Ihnen so passen, Herrn Sie. Sich nicht an die Kuretikett halten und dann auch womöglich an einen eigenen Tisch setzen, Herrn Sie. Das ist eine Beleidigung. Wenn das so ist. Wie soll es sonst sein? Kommen Sie, setzen sich. Haben Sie schon mein neues Kunstwerk gelesen? Gelesen gerade nicht. Aber der Herr Herrnhofer hat mich aufs Genaueste unterrichtet. Ah, verstehe. Das ist ja ein eminent politischer Kopf, der Mann. Nur leider kann er halt nicht denken. Was ist? Ich hab's auf jeden Fall hinter mir. Und zwar unverletzt, wie Sie sehen. Mit anderen Worten, Sie waren seiner Meinung, dass der Kohlenkönig ein Schwein und kein Patriot ist, nicht? Sie sagen es fährt, Herr Doktor. Der wird schön schauen, wenn er in ein paar Tagen das Gegenteil in der Zeitung liest. Der Herrnhofer? Der auch. Aber vor allem der Mitzko. Denn wenn das stimmt, was ich glaube, und ich habe für sowas an Nasen, dann kommt in den nächsten Tag ganz schön Bewegung in unsere Börse. Was heißt man gerade, Mama? Ja, das ist, weißt du, wie soll ich dir das erklären? Das ist, wenn man plötzlich... Wenn man Stier ist, ganz einfach. Und was ist Stier? Wenn man kein Geld hat. Aber wir haben doch Geld. Ja, es fragt sich nur, wie lang noch. Das meinst du doch nicht im Ernst, Papa. Und ob ich das im Ernst meine? Da, Gotterwerke sind pleite. Und wer ist schuld daran, Herr Schwiegersohn? Ich hab Sie was gefragt. Rausschmeißen sollte man den Hayek. Ganz richtig. Das wollte in der Jetzt sein, wo es zu spät ist? Ich jedenfalls werde meinen Anteil verkaufen. Verkaufen? Trotz Kapitalerhöhung? Noch ist doch gar nichts erhöht. Wo ist denn die Elsa überhaupt? Sie fühlt sich heute nicht gut. Ach so. Kein Wunder, wie ihr zwei gestritten habt in der Nacht. Ich bitte mir überhaupt mehr Rücksicht aus. Noch dazu im eigenen Haus. Wissen Sie, wie spät es war? 3:30 Uhr früh. Ich meine, das könnt Beichtshaus machen, aber nicht bei mir, verstanden? Und an wen wollen Sie verkaufen, wenn man fragen darf? Na ja, an Sie natürlich. Wozu habe ich Sie schließlich? Das soll wohl ein Witz sein. Ich mache prinzipiell keine Witze. Aha. Und im Moment schon gar nicht, so wie wir dastehen. Sie kaufen. Und wenn das Wunder, auf das ich hoffe, tatsächlich geschieht. Aber seit wann reden wir beim Frühstück von Geschäften? Ich erwarte Sie um 11 Uhr in meinem Arbeitszimmer. Was war denn eigentlich los heute Nacht? Lotti, bitte. Nicht vor dem Buben. Ich schaue nach der Elsa. Sie will nicht gestört werden, hat sie gesagt. Von Ihnen vielleicht, mein lieber Herr Schwager. Morgen, Herr von Bellheim. Läuft doch blendend, hm?
Ja, morgen tätig sein. Halb neun. Aber kommen Sie eine Viertelstunde später, damit Ihr Auftritt auch wirkt. Gut. Ausgezeichnet. Das lässt du dir gefallen? Was soll ich denn machen? Mich, wenn ein Mann schlagen zieht, weißt. Schlagen, wenn es bloß das war. Aber dass er mir dann auch noch alles erzählt, wo er war und wie es war und vor allem wie sie war. Das ist sowas von grauenhaft. Und wenn ich da nicht will und er mich mitgebracht. Ich wäre längst auf und davon an deiner Stelle. Das sagt sich so leicht. Was meinst du, was der Papa? Ich wollte Milan doch nie. Er hat mich damals gezwungen. Wenn ich nur endlich ein Kind kriegen würde, dann wäre es vielleicht anders. Das glaube ich kaum. Zumindest hätte ich dann jemanden, den ich lieb haben könnte. Einen wunderschönen guten Morgen, die Damen. Aber ich bitte Sie, Baroness, wer wird denn des schnöden Geldes wegen gleich in Tränen ausbrechen? Entschuldigen Sie, Fürst, aber Elsa... Und ich dachte schon, Sie weinen um diese Korda-Werke. Verstehe. Zum Glück ist es anscheinend nur die Liebe, die diese reizenden Züge... Fürst, Sie stören. Wie dumm von mir, Baroness. Aber wenn Ihnen ein alter Mann ein wenig Trost spenden darf, die Liebe kann man am besten mit dem Fieber. Beiden gegenüber sind wir bezüglich ihrer Heftigkeit wie auch ihrer Dauer. Es gibt also Hoffnung, meine Damen. Ist euch der Nahe, ist ihr nicht drin, Nahe. Tak navsieg da, tak mucha vam jenja. Da, 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 da. Hat der arme Baron von Mitzkow verliert. Das ist ja direkt eine Katastrophe. Meine Damen, na ja, in der Tat, entsetzen. Jetzt muss ich heute dringend zu Crocetti. Vielleicht kann man helfen, und wenn nur bei Trost ist. Helfe. Bleiben Sie sitzen. Ich wollte wirklich nicht stören. Gräfin, Sie und stören. Aber wenn Sie wirklich Trost spenden wollen, zwei der leidtragenden Baronessen sitzen drüben, im Austria. O Töne, Personal oder Medjünk. So, so stehe ich lieber Spotkani bei Ihnen. Verzeihen Sie, kennen wir uns? Jeszcze ale zaraz się poznam. Ładnie. Co za przypadek? Szukamy pana już od prawie dwóch lat. Sie müssen entschuldigen, ich verstehe kein Wort. Ach, ist mein Polnisch so schlecht? Ich dachte Ihnen, ich spreche es ausgezeichnet. Ja, ich sagte soeben, dass wir Sie jetzt schon seit fast zwei Jahren suchen. Wir haben Sie in Karlsbad aus den Augen verloren. Sie erinnern sich, Graf Rasumov war damals, wie soll ich sagen, Ihr Freund und Gönner. Und Sie haben ihn einfach... Sie haben uns sehr enttäuscht, Herr Rochinski. Wer sind Sie? Habe ich mich doch nicht vorgestellt? Wie unerzogen. Ich muss Sie bitten, mir zu verzeihen. Das ist nur mein Freund. Der Herr möchte auch zu Herrn Torak.
Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, bei meinem Freund Rasumov. Er war ein so gebildeter Mann. Und Sie dachten sicher, es wäre Ihre patriotische Pflicht, diesen Mann zu ermorden. Sie müssen sich wirklich irren, Herr. Ja, vorstellen wollte ich mich. Fürst Roman Romanowitsch Naryschkin. Und das ist, mein lieber Freund Sergej, sehr einfach zu merken. Wie lange sind Sie schon hier, wenn es erlaubt ist zu fragen? Und vor allem, was sind Ihre werten Pläne, mein lieber Rochinski? Ich heiße Dvorak und bin... Herr Rochinski, bitte. Sie reden sich sonst um Kopf und Kragen. Wir haben nämlich die Order, Sie, wie sagt man das so schön auf Deutsch, Sie zu liquidieren. Aber wenn Sie diesmal nach unserer Pfeife tanzen, nehme ich das auf mich und schenke Ihnen Ihr kleines Leben. Sie an, Sie an. Sie haben immer noch Ihr kleines Laster. Das vereinfacht die Sache natürlich. Verzeihen Sie, es war nicht beabsichtigt. Seit wann sind Sie hier, sagten Sie, mein Lieber? Ich bin mit dem Nachtzug angekommen. Sehr schön. Also gehe ich sicher in der Annahme richtig, dass ich hier noch niemanden kenne. Ja? Möchten Sie einen Kaffee? Danke, wir brauchen nichts. Eine sehr liebenswerte, nette alte Dame, Ihre Zimmerwirtin. Wie heißt sie denn bloß? Hoflehne? Richtig? Sie wollen doch nicht. Von wollen kann gar keine Rede sein. Wir müssen... Und nun zu Ihnen. Wie gefällt Ihnen der Name Potocki? Klingt doch sehr schön, oder? Sergej. Хорошо. Und erst die Vornamen und der Titel. Graf Rafał Zbigniew Potocki. Sie sind wirklich ein Glückspilz, mein Lieber. Unglaublich, wie schnell das oft gehen kann. Man muss nur die richtigen Menschen treffen und schon wird ein Graf aus einem süchtigen Mörder. Sie müssen einfach... wahnsinnig sein. Das hätten Sie nun wirklich nicht sagen sollen. Um mich noch einmal völlig klar auszudrücken, entweder Sie tun, was ich sage, oder auch Sie gehen den Weg, den Frau Hoflehner leider wird gehen müssen. Sie glauben wirklich, dass ich das unterschreibe? Ja, wie ich das glaube. Immerhin sind Sie dann Hauptaktionär. Und wenn ich erst verkaufe, was glauben Sie mir dann, die anderen verkaufen? Das wird der reinste Kirrtag für mich. Und wenn ich mich weigere? Verkaufe ich an wen anderen, aber nicht nur meine 20%, sondern auch gleich die 24, die Sie für mich halten. Ja, und dann sitzen Sie auf Ihre 5%, Sie Würstel. Und ich sag, ade, liebe Korderwerke. Verstehe. Ist nicht wahr. Was sage ich immer? Man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Endlich geht's diesen Mitzko mal richtig nass rein. Auch wenn's für dich nicht gerade angenehm ist. Mich freut das richtig. Ich weiß, es klingt komisch, wenn ausgerechnet ich sowas sag, aber wir könnten in unserem bescheidenen Rahmen doch helfen. Soviel ich weiß, hat der Kaiser sogar überlegt, ob er die K-30-Kanonen nicht doch in Auftrag geben soll. Und wenn du als Generalinspektor der Artillerie... Ich höre wohl nicht recht. Ich soll dem Kaiser nur, weil du eine Tochter von diesem Gauner? Ich bin Offiziermajor von Hauser. Und als solcher werde ich den Teufel tun und seiner Majestät so etwas raten, was ich grundlegend falsch finde. Im Gegenteil, abraten werde ich ihm. Und versuch so etwas nie wieder. Sonst stelle ich dich vors Militärgericht, verstanden? Wir müssen langsam zurück. Mein Mann wird schon auf mich warten. Du hast keinen Mann mehr. Du hast nur noch mich. Ach, du Narr. Du lieber, küss mich. Und jetzt Schluss. Wir müssen vernünftig sein. Vernunft macht Falten, hat der Fürst unlängst gesagt. Schön, dass du mich an mein Alter erinnerst. Nein, das wollte ich nicht. Wirklich. Du
bist jünger als alle. Lass gut sein. Durch dich weiß ich wieder, was Jugend ist. Den ganzen Nachmittag habe ich sie glänzen gesehen. In deinen Augen. Ist deine eigene Schuld. Und jetzt komm. Ich muss wirklich nach Hause. Und was machen wir morgen? Du wirst zum Croquet-Tee kommen, wie immer. Und heute Abend? Ist wie jeden Tag Kurkonzert, glaube ich. Das habe ich unserem allerhöchsten Kriegsherrn auch ganz deutlich gesagt. Guten Abend, Herr Hauptmeister. Das darf doch nicht wahr sein. Als Vertreter des Generalstabs kann ich diese Meinung wirklich nicht teilen. Ich habe schon gedacht, Sie kommen heute überhaupt nicht mehr. Wie könnte ich, Baroness? Baronin? Servus, Ferry. Servus. Gott sei Dank, dass du da bist. Der Herr von Czerny ist nämlich der Meinung, dass wir den Serben auf der Stelle den Krieg erklären müssen, um dadurch die Korderwerke zu retten. Jetzt muss ich aber was trinken. Eine noch, bitte. Wollen Sie wirklich, dass mein Mann Verdacht schöpft? Ihre Frau Mama hat mich auch schon so komisch angeschaut. Das bilden Sie sich bloß ein. Ich bitte Sie, wer soll da was bemerken? Ich muss verrückt geworden sein. Wenn er mir das noch einmal macht, dann breche ich ihm sämtliche Knochen. Ah, der Herr Rittmeister. Haben Sie schon was zu trinken? Danke, Baron. So was muss man sich anhören. Jetzt sollen wir die Russen gleich auch noch angreifen. Ideen hat Ihr Schwiegersohn. Ja, wem sagen Sie das? Wo ist denn die Mama? Die tanzt mit dem Rudolf, glaube ich. Die Arme. Ach so. Mein Sohn hat nämlich zwei linke Füße. Na dann. Herr Ober! Ich hätte Lust zu tanzen. Sie auch? Darf ich, Ferry? Das ist zwar Fahnenflucht, aber bitte. Baroness? Sie wünschen, Herr Baron? Na, bringen Sie ein paar Flaschen Champagner, ja? Sofort, Herr Baron. Ich muss sagen, Baron, ich bewundere Sie. Ich meine, trotz allem sind Sie blendender Laune. Trotz allem gerade nicht, aber bewundern dürfen Sie mich trotzdem, Baronin. War's nett gestern Abend? Ja. Warum fragen Sie? Weil der Ferry gesagt hat, dass es fad war. Wenn es nicht so traurig wäre, wäre es richtig lustig. Er hat ja gar keinen Grund zu lügen. Na, wie kommen Sie jetzt da drauf? Lassen Sie es gut sein, Herr Rittmeister. Unter Freundschaft verstehe ich nämlich was anderes. Mein Herr Schwager hat es mir netterweise erzählt. Und? Wie waren es die Damen? Ich muss Sie leider enttäuschen. Ich habe nur getrunken. Ihnen glaube ich das sogar. Ach, ich möchte Sie jetzt küssen. Pardon? Nicht so stürmisch, Schwesterchen. Wenn ich vorstellen darf, Leutnant Konrad von Wächter, Rittmeister Bandrusch. Servus. Erfreut. Der Konrad ist mit dem Arno, einem meiner zahlreichen Verlobten, diese Saison im Ballonfliegerkurs. Und lässt sich durch seine Freundschaft zu ihm Gott sei Dank nicht dran hindern, mir den Hof zu machen. Vielleicht wieso? Ich denke, Sie wollen höher hinaus. Der Rücken eines Pferdes ist für mich wirklich hoch genug. Vielleicht ist genau das Ihr Fehler, Xandl. Baron, statt sich selbst zu bemitleiden, feiern Sie Ihren Untergang mit Champagner. Aber was sage ich immer? Glück und Unglück hängen nicht nur vom Schicksal, sondern ebenso sehr vom Charakter ab. Wollen Sie sich nicht setzen und ein Glas mit mir trinken? Gar nicht. Darf man fragen, mit welchen kleinen Verbrechen Sie Ihr großes Imperium zu retten gedenken? Da wird schon ein größeres nötig sein. Verzeihung, Baroness. Ich muss den Rittmeister Wanrosch kurz sprechen. Aber ich bitte Sie, Herr Legationsrat. Sie können beruhigt sein. Ich finde den Weg zum Tisch allein. Und wie tanzt der Herr vom Glanzschnick? Für sein Alter erstaunlich.
Gehen wir jetzt bald? Du vielleicht, ich nicht. Die Leute sollen sehen, dass einen von Mitzko so leicht nichts umbringt. Weil sie ein Schandfleck für unsere Familie sind. Und deswegen soll ich den Salzhof einfach verkaufen. Sie sagen es, Wandrusch. Ein Mann wie Sie hat hier nichts verloren. Sind Sie da sicher? Ich kannte meine Mutter zwar nicht, aber sie ist hier begraben. Auch wenn mein werter Erzeuger, Ihr Vater, dem Begräbnis nicht beiwohnen konnte. Ich hätte gute Lust, Sie zu fordern. Und warum tun Sie es da nicht? 30.000, mein letztes Angebot. Das kann schon sein. Aber ich muss nicht verkaufen. Und ehrlich gesagt, mir gefällt es ganz gut, dein Ischl. Guten Tag, der Herr. Willkommen in Ischl. Ach, Sie müssen Graf Potocki sein. Der bin ich, mein Lieber. Ja, der Fürst Naryschkin erwartet Sie schon. Ich sag ihm nur schnell Bescheid und kümmere mich dann sofort um alles. Oh, bitte. Entschuldigen Sie, ich störe, Fürst, aber der Herr Graf ist... Graf Potocki! Derselbe. Ich komme sofort. Ich flehe Sie an, meine Damen. Reißen Sie meinen Freund nicht gleich in Stücke. Hogy pont ezt a ruhát vetted fel? Te mindig azt mondtad, hogy ez jó áll. Ne? Graf! Roman Romanovich! Какое счастье! Поедин, моя пья! Боже ты мой! Боже ты мой! Да я к чему ж, коханный мой! Пойду, Паули! Хоп-хоп-хоп-хоп! Гепек! Das wird wohl dieser Potocki sein. Was für ein Potocki? Also die Kurliste hat nicht gelesen. In der Post wird heute Graf Potocki erwartet. Also schaut's nicht so dummel sich, Herrnhofer. Ja, das steht Ihnen zu passen. Und wenn Ihnen was passiert, bin ich schuld. Übrigens, wissen Sie schon, dass die Frau Hoflehner gestorben ist? Die von der Pension? Ja, deshalb erzähle ich es Ihnen doch, weil Sie doch jahrelang bei ihr gewohnt haben. Da weiß man auch an was? Ja, der Dr. Margreiter sagt ein Herzversagen. Da ist er, der Held von Warschau. Wenn ich vorstellen darf, Graf Rafał Zbigniew Potocki, Gräfin Rakoschi, Leonie, ihre bezaubernde Tochter, Madame von Trotta und Frau Kommerzialrat von Krapp. Meine Damen. Herzlich willkommen. Der Fürst hat ja so viel schon von Ihnen erzählt. Wie Sie haben Aufstand niedergeschlagen in Warschau vor 7 Jahren. Und das ist, wie der Fürst hat schon gesagt, Leonie, meine Tochter. Es ist mir eine besondere Ehre. Ich hoffe, wir sehen uns einmal zum Essen, Graf. Ich gedenke, länger zu bleiben. Oh. Jetzt kommen Sie. Sie müssen todmüde sein von der Reise. Ja, bitte, wenn ich vorgehen darf. Was ist denn los heute mit Ihnen? Mir? Ja, wenn ich heute wieder aufkomme. Graf Potocki, Herr Josef. Graf, ich heiße Sie in meines Hauses herzlich willkommen. Wenn Sie da bitte gleich eintragen würden, bitte schön. Danke vielmals, danke. Ich sehe, es wurde an alles gedacht. Schönes Stück, ja. Herr Josef, mein alter Freund, war so freundlich, Ihnen das Zimmer neben dem meinen zu geben. Ja. Nummer 13, richtig? Ganz richtig, Hoheit. Und wenn Sie was brauchen sollten, Graf, wir sind immer für Sie da. Der Siegel wird gleich alles ganz genau sein. Schon selber aufmachen. Entschuldigen Sie, Herr von Mitzko, aber bei uns geht's zu heute. Gerade ist wieder ein Gast gekommen. Ja, ist schon recht. Sind die anderen schon oben? Soviel ich weiß, ja. Baron, darf ich Ihnen meinen alten Freund vorstellen, Baron von Mitzko? Graf Potocki, Oberstleutnant der polnischen Artillerie, Träger des Roten Adlerordens und des preußischen Kronenordens. Er hat 1905 den Aufstand in Warschau niedergeschlagen. Das freut mich. Aber angenehm. Leider muss ich, wenn die Herren nichts Besseres zu tun haben, können Sie am Nachmittag zu mir kommen zum Tee. Sie können dann den Grafen gleich mitbringen, wenn es beliebt. Von mir aus gerne, oder sind Sie zu müde? Durchaus nicht. Also bis am Nachmittag, meine Herren. Gestatten, wenn ich vorgehen darf. Wir sehen uns später auf meinem Zimmer. Es gibt ja so viel zu erzählen. Auch ich muss Ihnen manches berichten.
So jung und schon Oberstleutnant. Das ist Respekt, was? Meine Verehrung, Fürst. Herr Josef, ich glaube, das war jetzt gerade der Graf Potocki, ist das richtig? Sehr richtig, Herr Doktor. Der Held von Warschau, Sie erinnern sich sicher. Da muss ich leider passen, denn unsere Zeitungen haben über den Aufstand eigentlich kaum was berichtet. Ja, dann. Sie entschuldigen mich, aber die Damen. No, ist ganz schön aufgekratzt, unser kleiner Fürst. Naja, weil der Graf, das ist ja ein uralter Freund von ihm, wissen Sie? Na, und sonst? Was gibt's Neues von unseren Tschechen? Sie werden's nicht glauben. Die haben gerade eine Sitzung. Soll das heißen, dass Sie mit dem Bellheim schon geredet haben, Hayek? Mit Verlaub, Herr von Bellheim war einer der Ersten, mit denen ich Kontakt aufgenommen habe. Na, da steht man jetzt wirklich schön da. Hm? Ich fürchte, Baron. Ja, wenigstens habe ich meine Anteile verkauft. Sie haben was? Herein! So, bitte, Herr Baron. Ich danke Ihnen, meine Herren. Grüße, lieber Baron. Kommen Sie, wollen Sie sich nicht zu mir setzen? Gerade sagt mir der Direktor Hayek, dass er schon verhandelt hat mit Ihnen. Also verhandeln kann man das nicht gerade nennen. Er wollte sich quasi umsonst einen Haufen Geld bei mir leihen. Nein, aber ich bin heute einzig Ihretwegen gekommen, in der Hoffnung, dass man mit Ihnen reden kann. Ja, wollen Sie was trinken? Nein, danke. Geschäft ist Geschäft. Und Schnaps ist Schnaps, mein lieber Baron. Ich würde am liebsten gleich zur Sache kommen, wenn es Ihnen recht ist. Wie Sie meinen. Tja, meine Herren. Aufgrund der Bilanz, sofern man diesen Katastrophenbericht so nennen kann, braucht Korda rund 10 Millionen, um wieder auf die Beine zu kommen. Trotz der miserablen Lage wäre ich bereit, diesen Kredit dem Unternehmen in Form einer Wandelanleihe einzuräumen und das zu einem theoretischen Zinssatz von lächerlichen 12%. 12? Sind's meine Bös, Herr von Bellheim? Ich glaube nicht, dass ich Sie was gefragt habe, Herr Hayek. Außerdem möchte ich ausdrücklich feststellen, dass ich auch dazu nur aus alter Freundschaft zu Ihnen, lieber Baron, und im vollen Vertrauen auf Ihre Loyalität bereit bin. Und was verstehen Sie unter Wandelanleihe? Das ist ganz einfach. Ich verzichte auf die Zahlung der Zinsen und bekomme anstelle derselben 10% des maroden Aktienstands. Haben Sie vorher Freundschaft gesagt? Ja, lieber Baron. Eigentlich müsste ich ja zugeben, dass ich wahnsinnig bin. Weil ich mein Geld, wie die Sache momentan liegt, genauso gut beim Fenster rausschmeißen kann. Grüß, Herr Baron. Meine Verehrung, Herr von Bellheim. Darf ich Ihrer werten Anwesenheit womöglich entnehmen, dass Sie die Korderwerke... Sie dürfen, Herr Doktor. Sie dürfen. Hervorragend. 10 Briefmarken gibst du bitte noch. Fräulein Bogitsch, dringend. Ja. Bitte sofort eine Leitung nach Wien. Was ist denn passiert? Um Himmels Willen. Der Mitzko hat einen Dummen gefunden, der ihm seine Korderwerke saniert. Saniert? Ja, Graf, Sie sind ja ein richtiger Champion. Ich spiele dieses Spiel zum ersten Mal. Das darf doch nicht wahr sein. Hast du das gehört, Mama? Sie sind ja ein richtiges Naturtalent. Auch eine Baron? Oh ja, bitte. Danke. Artillerie, haben Sie gesagt? Ja, man könnte fast sagen, ein Zufall. Aber es gibt doch keine Zufälle, das wissen Sie doch, Fürst. Und woran hat seine Frau gestorben? An einer Gehirnhautentzündung. Oh, tragisch. Die Gräfin war damals noch keine 20. Ah. Oh. Und seither ist er... Allein. Ja. Er hat sie zu sehr geliebt. Bleibt er länger in Ischl? Ich glaube 3 Wochen. Er will dann noch ins Meer. Nach Brioni. Nach Brioni? Da gehe ich auch hin im September mit meiner Leonie. Na, da hat ihr Töchter doch alle Chancen. Sie sind unmöglich, Baron. Warum? Weil ich Gedanken lesen kann? Welche Gedanken?
Gerade haben wir beschlossen, dass wir am Samstag eine Tour ins Gebirge machen. Der Graf ist das erste Mal in Ischl und möchte das Salzkammergut gerne mal von oben sehen. Was meinst du, Papa? Ist doch eine gute Idee. Na, wenn du meinst. Aber nur, wenn ich trocken werde. Verehrung, Baron. Grüß dich, Herr Rittmeister. Eine Hitze wieder halt. Grüß dich, Herr Gräfin. Herr Rittmeister. Baronin, Verehrung. Ja, Baroness? Ja, morgen Xandl. Was ist? Kommen Sie mit? Wir machen heute den Steinkogel. Oder können Sie geraxeln womöglich auch nicht. So ist, dass es denen gut geht. Du, der Dicke da in der Sänften, ist das nicht der Mitzko? Was der? Der verliert hat. Schön wär's. Hat sich schon wieder da fangen. Ja, aber angeblich ist in der Zeitung gestanden. So vor 3 Tagen. Jetzt geht's ihm besser als vorher. Lächeln, Konrad. Mein Gott, lächeln, Leonie. So, und jetzt der Konrad allein. Das wird ein wunderbares Bild, wenn Sie werden sehen. Zwischen Ostern und Pfingsten, ja, da geht der Schnee weg. Und da heirat Maidirn das Obi-Hoban. So, bitteschön, Herr Baron. Normalerweise kann man mich jagen mit Milch oder sowas, aber da oben schmeckt's mir sogar. Ist ja kein Wunder nach dem anstrengenden Aufstieg. Prost, meine Damen. Mein Gott, wie Kind ist der Fürst. Finden Sie? Na, schauen Sie, wie springt über Wiese. Und Sie, Herr Rittmeister, wollen Sie gar nichts trinken? Nein, danke schön. Aber ich überlege die ganze Zeit, wo ich dich kenne. Vom Begräbnis, Herr Rittmeister, und von der Testamentseröffnung. Das gibt's doch gar nicht. Du hast ganz anders ausgeschaut. Ja, mein Sonntagsgewand habe ich halt angehabt. Was ist für einer? Ein Apatura Iris! Ist nicht wahr! Doch! Was hat er gefangen? Ein Apokalypsis. Einen Schillerfalter. Mein alter Freund liebt es leider zu töten. Sterben müssen wir alle. Wir müssen weiter. Wir müssen da langsam weiter, Baron. Und Gott sei Dank geht er ja bald wieder nach Galizien zurück. Weißt? Hast du Gott sei Dank gesagt? Ja. Und dann? Dann werde ich versuchen, ihn zu vergessen. Es geht weiter, meine Damen. Wirklich schade, dass Ihre Gemahlin nicht mitkommen konnte. Die hat ihre Migräne. Und was fehlt Ihrem Buben? Dem Rudolf? Gottlob nichts. Er macht sich bloß nichts aus Bergen. Du bist ein Geschenk. Weißt du das? Auswickeln musst mich noch. Dass ausgerechnet mir sowas passieren muss. Himmlisch, dieses
Beklagen Sie sich nicht, meine Liebe. Sie sollten dem Herrgott auf den Knien danken. Das Feuer, das war, bevor er die Welt geschaffen hat, scheint von meinem Freund Besitz ergriffen zu haben. Aber Gräfin, ich bitte. Da muss der Held von Warschau nach Ischi kommen, um den Herrn vom Ballonfliegerkorps und den restlichen Kavalieren unserer glorreichen Armee zu zeigen, dass wir Frauen dazu gemacht sind, auf Händen getragen zu werden. Wer Sie auf Händen tragen möchte, Baroness, der könnte genauso gut Selbstmord begehen. Das könnte schon sein. Aber ich an Ihrer Stelle würde lieber entscheiden, in meinen Armen zu sterben, als in so einem blöden Ballon. Sie gestatten, wenn ich da anderer Ansicht bin. Das Weibliche zieht uns bekanntlich hinab. Hingegen so ein Ballon. Ich weiß, was Sie sagen wollen, verehrter Herr Leutnant. Aber den Horizont zu sehen, heißt noch lange nicht, dass man deswegen selber einen hat. Na, wer sorgt's denn? Gestern noch habe ich überlebt, ob ich ein bisschen wallfahrten soll für den Frieden in der Welt. Und schon ist passiert. Ein Besuch in den Kirchen da soll ja Wunder wirken. Ich hätte gar nicht gedacht, dass Sie gläubig sind, Baron. Und ob ich das bin und wie, nur pflege ich halt auf meine Weise meinen Umgang mit unserem lieben Herrgott, weil ich weiß, dass er es den Seinen mitnichten im Schlaf gibt. Ich bin genau wie Sie der Meinung, dass mein Papa per päpstlicher Bulle exkommuniziert gehört. Ja, ist doch wahr. Wenigstens nach so einer strapaziösen Expedition könnte der Tisch des Herrn einmal gedeckt sein. Trotzdem sei ihm Dank, weil ohne ihn hätten wir unseren Tisch nicht da. Paula! Aufdecken! Jemand Hunger! So schön das Gewitter ist, wir sollten hineingehen. Sonst denken die anderen womöglich... Ich werde Ihnen schreiben. Das werden Sie schön bleiben lassen. Oder wollen Sie mir wehtun? Ihnen bestimmt nicht. Warum müssen wir immer so klug sein? Vielleicht aus Angst. Vor dem, was danach kommt. Haben Sie denn keine? Ich weiß nicht. Sie bringen einen vielleicht durcheinander. Ich Sie? Küssen Sie mich bitte. Sie sollten jetzt nicht kokett sein. Wirklich. Kokett? Wieso machst du das mit mir? Ich mache überhaupt nichts. Sie sollen mich nur küssen. Und dann? Dann weiß ich, wie es sein könnte. Wir müssen verrückt sein. So, das Essen ist fertig. Fahren Sie weg so schnell wie möglich, bitte. Wollen Sie nicht auch? Ich könnte meinen Apparat holen und schnell eine Fotografie machen für Ihren Freund. Was meinen Sie, Xandl? Das mag durchaus sein, aber ich habe sie nicht zu dem gemacht, was sie angeblich sind, damit sie mit der kleinen Rakoschi balzen. Die Saison in diesem Kaff dauert nämlich nicht ewig, wie nichts auf dieser Welt ewig dauert. Ein Prachtexemplar. Ab sofort machen Sie der Baroness von Mitzger den Hof. Verstanden? Ich will alles über diese neue Kanone wissen. Kaliber, Reichweite und überhaupt alles. Und das möglichst schnell. Oder wollen Sie, dass es Ihnen so ergeht wie diesem himmlischen Schmetterling? Sie entschuldigen. Grüß Gott, Herr Rittmeister. Servus. Dass man dich auch wieder mal sieht. Was gibt's denn? Ich habe vorhin mit der Mutter gesprochen, wie ich die Wäsche von ihrer Frau Schwägerin abgeliefert habe. Ja, und? Ich soll Sie warnen, Herr Rittmeister. Und wovor? Ihr Bruder, ich meine der Herr von Glembeck, der hat nämlich gesagt, er wird dafür sorgen, dass Sie degradiert werden, wenn Sie nicht bald aus Ischl verschwinden. Und hat auch gesagt, wie er das anstellen will? Das weiß ich nicht. Die Mutter hat nur gemeint, Sie sollten es wissen. Ich sag Dankeschön. Aber das schafft mein feiner Herr Halbbruder bestimmt nicht. Und sonst? Wie geht's? Danke. Viel Arbeit ist halt zur Zeit. Und Ihnen?
Im Gegensatz zu dir lasse ich unseren Herrgott einen guten Mann sein. Gehen Sie noch fort? Ja. Ich bin eingeladen. Bei der Nitzkos. Ach, da wird's morgen wieder Berge von Wäsch geben, glauben Sie mir's. Ach, du kennst die Leute? Nein, wo denken Sie hin? Aber waschen tue ich für Sie zweimal in der Woche. Ich verspreche dir, dass ich meine Serviette nicht schmutzig mache. Herr Baron, grüß Sie. Lieber Baron, ich dachte, Sie wollten nach Wien fahren. Oh, ich bitte, ob ich einen Tag früher oder später in Wien bin, gnädige Frau. Willkommen, Baron. Ich hoffe, Sie fühlen sich ganz wie zu Hause. Danke. Gott sei Dank gibt es ja ein Telefon. Das Geld ist überwiesen. Das ist beruhigt. Nein, nein, so war das nicht gemeint. Ob das so gemeint war, mein Lieber. Aber was tut man nicht alles aus alter Freundschaft? Ja. Schön, Sie zu sehen, gnädige Frau. Sie werden von Jahr zu Jahr schöner. Baron. Meine Verehrung, Herr Legationsrat. Baronin? Ach, der Legationsrat ist auch eingeladen. Wenn ich gewusst hätte, dass Sie den Wanrusch eingeladen haben, wäre ich erst gar nicht gekommen. Aber Herr Legationsrat, wenn ich gewusst hätte, dass Sie das stört. Ich glaube, wir gehen besser. Aber ich habe extra für Sie den Herrn von Nagel eingeladen. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Aber unter diesen Umständen sehe ich mich leider gezwungen. Aber da kommen die Nagelschen ja schon. Guten Abend, Baronin. Baron. Schön, Sie zu sehen. Guten Abend. Darf ich gleich bekannt machen? Oberstleutnant von Nagel, Baronin von Klempeck. Legationsrat von Klempeck, Frau von Nagel. Prinzessin von und zu lieben. Was ist denn auf einmal mit Ihnen los? Den ganzen Tag haben Sie nur Augen für diese Leonie. Und jetzt auf einmal? Selbst polnisches Fleisch wird manchmal schwach. Na, Sie sind vielleicht einer. Ich dachte, Sie seien mit diesem jungen Mann. Wie heißt er denn gleich? Mit dem Konrad von Wächter. Etwa nicht? Also wirklich nicht, Graf. Der Konrad ist was zum Spielen, wissen's? Und was bin ich? Sie? Ich tät sagen, ein Abenteuer. Es sind ein Schick. Es ist eher ein Jettlein, ein Zerschen, Tanzort, Wallet. Na, bleib die Krolle, Mama. Weil damit bist du erwähnt, Otto. Seien Sie mir nicht böse, Herr Legationsrat, aber so weitgehende Dinge kann man kaum an solch einem Abend besprechen. Da bin ich ganz Ihrer Ansicht. Was halten Sie davon, wenn wir in nächster Zeit mal gemeinsam auf einen Glamsburg gehen? Eine fabelhafte Idee. Was ist denn mit Ihnen los, Herr Schwager? Sie sind ja halt ganz melancholisch. Finden Sie? Mhm. Sind Sie verliebt, womöglich? So ähnlich. Und, wie geht's dem Roulette? Ach, haben Sie mich doch gesehen. Ich war mir nicht sicher. In dem Kleid? Ich bitte Sie. Nur so nebenbei. Der Alfons muss das nicht unbedingt wissen. Da will jetzt gar nicht drauf kommen. Ganz abgesehen davon, dass ich mit ihm permanent rede. Ein bisschen kühl hier. Gehen wir hinein? Ich glaube kaum, dass Sie einem Mann damit eine Freude machen. Außerdem sind zu viele Leute drin. Schaut, ich ärgere ihn so gern, meinen Alfons. Ja.
dringend was trinken. Baroness, ich folge Ihnen stehen im Fuß. Ein Deutsch sprechen Sie einfach fabelhaft. Bei einer so schönen Frau wird sogar Deutsch zu einer Art Sprache. Magst du auch ein Glas Champagner, Liebes? Nein, danke. Was war's denn bloß heute? Ach, ich weiß nicht. Komm. Aber er scheint Ihre Tochter sehr zu verehren. Ach, ich bitte Sie, gnädige Frau, wozu ist Freundschaft? Herr von Mitzko ist ein Mann. Sie ist ja richtig verliebt, unsere Lotte. Musste so sein. Wieso? Erstens ist Zeit und zweitens ein schöner Gedanke. Oder hast du was gegen eine Doppelhochzeit? Ah, Xandl. Fast hätte ich's vergessen. Ich habe mit dem Ministerium telefoniert. Solange die Situation bleibt, wie sie ist, kannst du unbefristeten Urlaub haben. Unbezahlt natürlich. Ich habe geglaubt, Sie bleiben? Natürlich bleibt er. Was will er denn den blöden Galizien trunken? Außerdem kann er uns dann den Trauzeugen machen. Na, eigentlich habe ich beschlossen. Ja, das kann schon sein, aber ich bestehe drauf. Als mein bester Freund bist du mir das schuldig, verstanden? Außerdem kannst du dich dann noch ein bisschen um die Helene kümmern, wo ich eh kaum Zeit habe. Da drauf müssen wir was trinken. Ich bin gleich wieder da. Ich kann auch wegfahren. Ich habe von meiner Angst keine Angst mehr. Aber ich... Schon runter. So viel Eier, schau mal. Was machst du mit denen? Verkaufen. Und was hast du in dem anderen Korb? Butter und Anschoten für die Herrschaft. Wenn's du wartest, können wir miteinander gehen. Dann helfe ich dir tragen. Dankeschön. Sie sind so ganz anders wie Ihr Herr Bruder. Ah ja? Für den ist unser uns gar nicht vorhanden. Außer er will... Er will was? Naja, Sie wissen schon. Na, da schau her. So einer ist er, der Herr von Klempig. Meine Mutter sagt, das hat er von seinem Vater. Dann muss bei mir aber auch aufpassen. Wie meinen Sie das? Weil der alte Salzbaron auch mein Vater war. Großpapa, dürfen wir bitte ein Eis haben? Eins am Tag ist genug. Papa! Wenn ich Nein sage, meine ich Nein. Da hörst du's. Aber ich krieg eins, weil ich hatte noch keins. Ich hab auch noch keins gekriegt. Tja, was machen wir denn da? Ich glaube, ich habe da eine Idee. Ich denke, ihr drei kauft jeder ein großes und teilt es mit August und Friedrich. Aber so, dass euer Vater es nicht sieht. Sie verziehen die Kinder in einer Weise, Karl Friedrich, bitte. Bitte, bitte. Aber von mir aus, bitte. Aber zuerst sagt ihr Danke. Danke, danke, Großpapa. Großpapa. Ja. Entschuldigung. Könntest nicht aufpassen, ihr blöden Fratzen? Passen Sie doch gefällig selbst auf. Was bilden Sie sich ein, Sie Trampel? Äußerst charmant, mein Schwiegersohn. Verzeih mir, mein Kind, aber die Jungs sind einfach... Darf ich helfen? Sie sind doch... Hans auf. Was machen Sie denn da, Herr? Die Wäsche einsammeln. Gehen Sie, wie schaut denn das aus? Die Leute schauen schon alle. Die Leute interessieren mich prinzipiell nicht. Was mich interessiert ist, wie ich dieses Unglück wieder gut machen kann, mein Kind. Na, waschen muss ich es halt noch einmal. Du gewiss nicht. Ich werde diese Wäsche waschen, mein Kind. Sie?
So weit kommt's noch. Den Korb trage ich, verstanden? Ich bitte Sie, gnädiger. Gehen wir. Bitte seid so nett und wartet im Austria vorne auf mich. Komm. Dein Vater benimmt sich wieder einmal unmöglich. Was ist denn plötzlich in ihn gefahren? Der Fürst und das Wäschermädel. Der reinste Lore-Roman. Nein, du darfst es mir glauben. Ich freue mich richtig gehend darauf, einmal im Leben mit diesen meinen Händen etwas machen zu dürfen. So, und jetzt lass uns mich los und hören Felix auf mit dem blöden Theater. Wie sprichst du denn plötzlich mit mir? Wie mir der Schnabel halt gewachsen ist. Und wenn Sie 10-mal fürs Leben sind. Du kennst mich? Ich weiß, wer Sie sind. Und ich weiß, wo mein Platz ist. Meiner ist da unten und Ihrer ist da oben. Was sich da einbildet. Entschuldigen Sie. Grüß Gott. Ja, bitte. Ich möchte 2 Telegramme aufgeben. Morgen. Ah, der Herr Rittmeister. Fräulein Buklitsch, das ist er, der Dorn im Auge vom Legationsrat Glempeck. Wenn ich vorstellen darf, Rittmeister Wandrosch, Fräulein Buklitsch, die sind für Sie. Und sonst geht's gut? Und Ihnen? Herzl, Sie sollen doch nicht so viel Geld für mich ausgeben. Aber ich bitte Sie. Fräulein Buklitsch ist nämlich das Objekt meiner heimlichen Gierde. Sie verstehen, was ich meine. Sie doch auf, Herr Doktor, Sie werden doch nicht dem Herrn Rittmeister. Keine Angst, Fräulein Buklitsch, aber es ist, wie es ist. Ich bin ja nämlich hörig, ohne von ihr erhört zu werden. Aber das wird sich ändern. Weil jetzt machen wir der König von Siam, der hat 100 Frauen. Nein, das ist nicht wahr. Und wenn es Ihnen sagt, gerade ist er angekommen in Ischl. Bahnsteine auch bei uns, Zimmer 251. Grüezi, grüß dich, geil, dass du schaust. Sind das gleich Chinesen? Siamesen sind das. Die gesamte 2. Etage hat er gemietet, der König von denen. Kannst der Kathi sagen, dass ich da wäre? Mach ich, komm. Wie viel hast du denn halt, Schwestern? 6 Kilo werden es sein. Na, dann schauen wir mal, was er auslässt, der alte Bock. Danke. Herr Ruhm! Herr Ruhm! Ja, was ist denn? Was wollt's denn? Das sind 6 Kilo herum. Das kann schon sein. Und was soll ich damit? Na, Sie können Fragen kaufen, natürlich. Und was soll's kosten? 6 Kilo, 5 Heller. 5 Heller? Ja, spinnst du? Da wäre fürs Haus ja nichts zu verdienen. 10 Heller gebe ich euch für den Korb da. Das tät ihr nicht so einfach sagen, herum. Weil ich nämlich sonst ihrer lieben Frau Gattin sage. Bist du, fragst du? Er ist nämlich ein ganz ein Stürmischer, unser herum. Was haben Sie neulich gesagt, dass ich Sie mache? Ganz narrisch, oder? Hörst jetzt auf! Ich gebe euch 20 Heller. 30 herum. Oder meinen Sie Ihre Frau Gattin? Du kommst mir nur einmal in meine Hände. Siehst du, man das tut jetzt alles verschenken. Hat der womöglich? Du brauchst keine Angst haben, Schwester. Wollen der Feder, aber dürfen du bei mir keiner. Da hast. Der Geld's Gott herum. Bring's rauf. Das tät Ihnen wohl so passen, damit Sie mir wieder. Frech sein, das kannst. Und wenn Sie den Korb gleich ausleihen möchten? Sieht man es dann aber schon ein bisschen. Was? Na, dass du ein Kind kriegst. Wann ist es denn soweit? Im November. Du weißt es, die Mutter? Sag's ihr bloß nicht. Dass du so blöd bist. Wieso? Der Läusl heiratet mich doch. Das meine ich doch grad. Was ist er denn schon dann alles? Ein Holzknecht ist er und will, dann tut er. Wenn ich ihn aber lieb. Von der Liebe kann man leider nicht leben. Wenn unser Bub wird, mach ich ihn aufpacken. Und ich mach Mittag. Da kann ich nicht lachen. Ich hab Angst.
Die erwischen mich dann nie. Der Hofer hat noch jeden erwischt. Ich bin auch nicht jeder. Das hat sich bewegt. Was spielen? Da. Merkst du das? Ja. Also wenn's sagen wollt, Vater, hör Gebitschen auf den Wildern. Na, gar nicht wahr. Weißt du, was gesagt schon? Schieß mir den Rehbock, der am Janzenberg steht. Und jetzt gehen wir pusten. Ich weiß nicht. Ich habe nichts gelernt außer Reiten und Kriegsspielen. Wie Sie das sagen? Weil ich erst jetzt drüber nachgedacht habe. Nicht, dass ich plötzlich ein Pazifist worden wäre, aber ich könnte niemanden umbringen, glaube ich. Das würde ich müssen, wenn es einmal losgeht. Ich mag gar nicht dran denken. Trotzdem, ich glaube, ich käme mir irgendwie nackt vor. Wie meinen Sie das jetzt? Ohne Uniform, meine ich. Auch das ist mir jetzt aufgefallen. Ich habe nichts anderes zum Anziehen, wissen Sie? Die Uniform war für mich sowas wie eine Eintrittskarte ins Leben. Und zudem konnte ich mich hinterher auch verstecken. Ganz abgesehen davon, dass sie mir auch das Denken erspart hat. Befehle empfangen, Befehle geben. Das war auch schon alles. Ich war so wunderbar sicher. Und jetzt? Und jetzt werden Sie erst einmal bleiben? Ja. Ich habe heute Morgen meinem Obersten telegrafiert und dem Stani. Er wird mir meinen Hektor bringen. Ist das Ihr Bursche? Ja, pardon. Und der Hektor ist mein Pferd. Ich freue mich schon richtig. Die zwei Fehmer nämlich. Sie müssen mir was versprechen, Helene. Was denn? Es ist wunderschön mit Ihnen. Trotzdem, wenn wir jetzt so tun, als wenn zwischen uns gar nichts wäre. Ich meine, der Ferry ist leider mein Freund und... Schon verstanden. Xandl, aber Sie müssen mir auch was versprechen. Und was? Dass wir uns nicht mehr sehen. Nicht allein, meine ich. Bitte schauen Sie nicht so. Wir können ja Freunde werden. Später einmal. Leben Sie wohl, Xandl, und alles Gute. Старинною и семиструнною, как навсегда, так мучало меня. Так живи без радости, без муки. Помню я упрощенные года. Я, мама? Willst du mir's nicht sagen? Es wird vorbeigehen. Hoffe ich. Ja. Wie dieser Sommer, der wird auch vorbeigehen. Arme Mama. Wie meinst du das? Ich habe euch gesehen heute Nachmittag. Du warst so unglaublich glücklich. Nur dauert sowas halt meist nicht lang. Der Rudolf und ich. Du musst mir das glauben, Helene. Das ist nicht so, wie du denkst. Lass gut sein, Mama. Du bist so schön seither. Komisch. Ich glaube, ich bin stolz auf dich.
Vielleicht, weil ich selbst zu vernünftig bin. Grüß dich, Richard. Geht's dir gut? Grüß dich, Lisa. Warum bist du so gemein zu mir? Ich zu dir? Wieso denn? Weil ich das Aufgebot für den 30. Februar bestellen wollte und die gesagt haben, dass es den gar nicht gibt. Ach nicht? Ja, dann wird's mit uns wohl nichts werden. Gehen wir nächsten Sonntag zum Tanzen. Mich aber erschreckt. Singen alle Wäschermädel so schön? Sie machen sich lustig über mich. Ganz und gar nicht. Warum singst du nicht weiter? Gehen Sie, hören's auf. Als kleine Morgengabe für mich. Dass Sie um die Zeit überhaupt schon auf sind? Was heißt hier schon noch immer? Ich konnte heute Nacht nicht schlafen und gestern auch nicht, weil ich ohne Unterlass an ein bezauberndes junges Mädel denken musste, dessen Namen ich nicht einmal kenne. Und wieso fragst nicht einfach, wie es heißt? Wenn man verliebt ist, so wie ich, kommt man nicht auf so simple Gedanken. Aber gut, wenn du meinst. Wie heißt du? Ich? Ja, du bist der Grund für meine schlaflosen Nächte. Bitte verzeih, wenn ich so aufdringlich bin. Aber man hat nicht mehr viel Zeit in meinem Alter. Jetzt machen Sie sich schon wieder lustig. Im Gegenteil. Ich heiße Max. Und du? Grüß dich, Lisa. Grüß Gott, der Herr. Lisa, was für ein schöner Name. Und wie noch? Hopfinger-Hoheit. Jetzt sagen Sie bloß, dass den Namen auch schön finden. Hast du Hoheit gesagt? Ja, der Herr ist nämlich der Fürst von und zu Lieben. Sie sind? Na, Verzeihung, Hoheit. Ich wollte wirklich nicht stören. Wenn hier einer stört, dann bin wohl ich das. Darf ich mir gestatten, dich heute zum Essen einzuladen? Die Lisa? Ja, wie soll denn das gehen? Indem ich dich abholen werde. Ganz einfach. Abholen? Nicht böse sein, Fürst, aber das geht leider nicht. Und warum nicht? Ja, weil ich arbeiten muss. Ja, natürlich. Wie dumm von mir. Wenn da wer dumm ist, dann ist es die Lisa. Ganz abgesehen davon, was täten die Leute von Ihnen denken, wenn sie mit mir? Wer bin ich denn schon? Vielleicht ein Geschenk des Himmels, mein Kind. Verzeih mir bitte. Ich weiß, ich spiele nicht sonderlich gut. Wieso machen Sie das? Weil ich schon wieder nicht schlafen kann. Aber warum denn? Du kannst vielleicht fragen.
Grüße. Schöner Tag heute, finden Sie nicht? Ja. Für Sie vielleicht. Ganz schön schwer, dieses Zeugs. Naja. Die Unterschrift vom Kaiser zu kriegen, war auch nicht gerade leicht. Und? Sind's brav? Unsere Aktien und steigen's? Ja, das können Sie glauben, Karl. Und zwar ins Unermessliche, wenn Sie es nicht stört. Ja, das ist ja hervorragend. Das ist genau das, was ich gesagt habe, Herr Hannover. Und was haben Sie gesagt, Herr Doktor? Doch, die Corona-Aktien. Also, wenn es nicht so zum Speiben wäre, müsste man ihn direkt bewundern, den verlautenden Metzger. Aber diesmal wird er sich wundern. Wer heißt denn der Herr von Kohlenkönig? Ja, wo ich wollen Sie komme denn gleich hin? Na, Servus. Entschuldigung, pardon, bitte zurücktreten. Fräulein Boglitsch! Ich verbinde. Was ist denn passiert, um Himmels Willen? Synthetikum, Fräulein Boglitsch. Ich brauche sofort eine Leitung nach Wien. Sie sind vielleicht gut. Wieso, das gehen wir die ganzen Leute? Das ist mir wurscht! Aber mir nicht. Es geht hier um ein Extrablatt. Ja, und wenn schon, was ist ein Extrablatt? Extrablatt! Jetzt weiter müssen Sie zum Wahlkampf gehen. Extrablatt! Geben Sie mir das. Ricorda mi vecchia, Megmentic. Also, wie Sie vorhin gesagt haben, Hoheit, große Fähigkeiten darf man nicht nur besitzen, man muss sie auch gebrauchen können. Richtig? Meine Bewunderung, wie Sie wieder gemacht haben, einzigartig. Wenn es ums Vaterland geht, heißt es kämpfen. Meine Burschen, Sie sind Nationalheld. Ja, jetzt übertreiben Sie ein bisschen. Ah. Macht nichts, mein Lieber. Schmeicheleien sind wie Falschgeld, das nur durch unsere eigene Eitelkeit Kurswert hat. Wissen Sie was? Sie könnten ein Wiener sein. Recht schönen Abend zu wünschen. Ja, grüße, lieber Doktor. Gratuliere. Was Sie da wieder geschrieben haben, ausgezeichnet. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber im Prinzip könnten Sie recht haben. Ich selber habe ja nie so weit gedacht, weil ich mir aus Politik grundsätzlich nichts mache. Wäre ja wirklich zu blöd, so ein Krieg, nicht? Wollen Sie es nicht setzen? Wenn Sie mir dann auch noch verraten, was Sie an diesem Krieg zu verdienen gedenken. Gerne, Baron. Aber wenn es tatsächlich zum Krieg kommen sollte, dann kann sich die Monarchie voll und ganz auf Deutschland verlassen. Woran wir nie gezweifelt haben. Mit Rumänien an der Flanke und Deutschland an der Seite. Da sollen sich die Russen erst einmal trauen. Naja, trotzdem sollte Österreich keine Dummheiten machen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Sagen Sie, haben Sie jetzt Dummheiten gesagt? Ganz genau. Denn solange Konrad von Hötzendorf Generalstabschef war, war so manches. Ja, das ist er jetzt ja nicht mehr. Und wenn Sie mich fragen, leider. Der Konrad war vielleicht der falsche Mann im Frieden. Aber im Kriegsfall hätten wir keinen besseren. Ich persönlich bin da ganz anderer Ansicht. Kaiser Wilhelm hält von ihm überhaupt nichts. Aber Sie sind doch sicher mit mir einer Meinung, dass wir die Albaneser kurz halten müssen. Österreich-Ungarn vielleicht. Deutschland ganz bestimmt nicht. Das sollen doch die Italiener machen. Wozu sind wir denn im Dreibund? Sind's mir nicht böse. Aber Sie müssen verstehen, dass wir die deutschen Protektionsversuche unserer besseren Überzeugung nicht opfern werden. Und glauben Sie mir, jede Schwächung Italiens ist auch für Sie eine Stärkung. Die Italiener sind und bleiben einmal unsere Feinde. Jetzt hast du einen Staatssinn, Herr Baron. Den Gamsburg interessiert mich Politik überhaupt nicht. Asta Fuss. Was willst du damit sagen? Ich will überhaupt nichts. Aber eigenartig werde ich es wohl finden dürfen. Und was, wenn man fragen darf? Du warst doch gegen die K-30-Kanonen. Ja, und bist noch immer. Der Kaiser hat unterschrieben, nicht ich? Wenn es nach mir gegangen wäre? Du bist der Generalinspektor, sei mir nicht böse. Und das ändert leider nichts daran, dass die Herren im Ministerium tun, was wollen. Und unserem allerhöchsten Kriegsherrn kann ich erst recht nichts verbieten. Thank you.
Wenn alle Deutschen so schießen wie Sie auf den Nagel, da können wir jeden Weltkrieg gewinnen. Ist das gestattet? Es hieß ja, der Lisa, ihr Fürst. Lieben, wenn ich mich vorstellen darf, ich habe mir erlaubt, für alle einen kleinen Imbiss zu besorgen, um sie ein wenig über die Härte ihres Lebens hinweg zu trösten. Ja, hoher, sind Sie wahnsinnig geworden. Kann sein. Auf jeden Fall habe ich auch letzte Nacht nicht geschlafen. Und jetzt darf ich bitten, meine Damen zuzugreifen. Und wenn es nicht reicht, wird mein Diener noch etwas holen. Das können wir unmöglich annehmen, hoher. Ob ihr das könnt. Ihr müsst sogar. Denn die Liebe geht nicht zuletzt durch den Magen. Haben Sie Liebe gesagt? Verzeihung, aber das wisst ihr ja nicht. Nicht böse sein, Lisa. Aber es können ruhig alle wissen. Ich liebe Fräulein Hopfinger nämlich. Sie haben den Verstand verloren. Wer seinen Verstand kennt, kennt sein Herz nicht, mein Kind. Und das da, was gemauschelt worden ist, ist nicht nur diesem Frischhoff, sondern auch mir ziemlich klar. Sie werden doch nicht glauben, was der Kerl da in seinem Extrablatt zusammengeschmiert hat. Auch denke ich, macht's einen halt. Und das könnte durchaus so gewesen sein. Es könnte. Der Aktienkurs hat schwindelnde Höhen erreicht und steigt noch weiter. Das ist auch einmal Ihr Geld, wäre. Ich bin zuallererst Offizier, Baron. Ah ja, das habe ich vergessen, Herr Schwiegersohn. Noch bin ich das nicht. Eben. Wenn Sie mir allerdings Ihr Ehrenwort geben, dass bei der Auftragsvergabe alles seine Richtigkeit gehabt hat, dann... Das können Sie haben. Für mich ist dieser Auftrag halt doch ein Wunder. So, da sind wir. Raus mit dir. So, bitte sehr. Danke, Karl. Wie Sie sich das vorstellen? Ihr Dienst muss ganz viel aufstehen. Das geht gut. Der Fürst schon wieder. So, Lisa, da bin ich. Und jetzt wird essen gegangen. Hoheit, ich habe Ihnen doch gesagt... Dass du arbeiten musst, das weiß ich. Deswegen habe ich auch die Frieda mitgebracht. Sie wird dich so lange vertreten. Ich? Man widerspricht einem Fürsten nicht. Guten Appetit, meine Damen. Aber ich bin doch überhaupt nicht anzogen. Für das Lokal, in das ich dich entführe, bist du geradezu prächtig gekleidet. Auf das Leben, wie kurz es in meinem Fall auch sein mag, mein Kind. Ach, sag sowas nicht, ich bitte Sie. Die Hauptsache ist, du kommst heute Abend zu mir. Ja, und wie komme ich heim von da draußen? Überhaupt nicht, morgen ist Sonntag, du hast frei. Du übernachtest natürlich bei mir. Entschuldigen Sie heute, aber so eine bin ich nicht. Wenn du so eine wärst, wärst du jetzt auch nicht hier. Du schläfst in einem der Gästezimmer. Natürlich nur, wenn du willst, sonst kann ich dich auch nach Hause bringen. Was machen Sie bloß mit mir? Und was machst du mit mir? Ich kann es dir sagen. Du machst mich glücklich. So. Da wären wir. Ja, grüß Gott, Herr Baron. Haben Sie ihn erwischt? Ja, wie es siehst. Ach, kriegen wir Jausen? Ja, Milch und Brot halt. Und einen Speck und einen Schoten. Sehr gut. Aber vorher bringst du uns einen Obstler. Ich habe aber nur einen Enzian. Enzian? Das klingt ja ganz ausgezeichnet. Ich bring gleich alles. Hübsches Kind. Finden Sie? Naja, ich würde nicht nein sagen. Sie vielleicht, Hofer? Ich bin verheiratet. Na und? Ich vielleicht nicht. Herr von Nagel. Mit einer Sennerin. Ihren Herrn Vater hätte das nicht gestört, soweit ich informiert bin, Baron. Ein Luder ist. Und ein wüderer Heirat. Und warum bringen Sie den Mann nicht zur Strecke? Gut Ding braucht Weile, Herr Oberstleutnant. Bitte schön.
Das Essen richte ich gleich her. Sehr gut. Also dann, meine Herren, Prosit. Prost. Wer weiß, vielleicht ist er andersrum. Der Xandl? Das glauben wir doch selber nicht. Naja, könnte ja sein. Heutzutage weiß man das schließlich nie. Bei Ihnen bin ich mir auch nicht ganz sicher. Tatsächlich? Oder sind sie womöglich bloß gut erzogen? Ist Ihre Schwester immer so? Ich fürchte, Graf. Dezenz ist nicht gerade Ihre größte Tugend. Mir reicht's, wenn Sie tugendhaft sind, Ferry. Tugend, allein schon das Wort. Zum Einschlafen, Raffau, finden Sie nicht auch? Das kommt ganz darauf an. Was die Welt Tugend nennt, ist in meinen Augen doch nur ein Phantom, das unsere Leidenschaften geschaffen und dem wir einen anständigen Namen gegeben haben, um ungestraft all das Unanständige tun zu können, das uns gefällt. Sie meinen also, es gibt für uns beide noch Hoffnung? Wenn es stimmt, was ein italienischer Dichter über die Anständigkeit der Frauen gesagt hat, bestimmt, Veronese. Da bin ich jetzt aber gespannt. Dass diese Tugend nur in der Kunst bestehe, anständig zu scheinen. Dass ein italienischer Dichter so gescheit sein kann. Aber Frauen sind unberechenbar. Männer meinen sie nicht. Da haben sie auch wieder recht. Nehmen Sie noch mal den Wandrusch. Zuerst machte der Helene den Hof, dass ich ihn an ihrer Stelle gefordert hätte, Ferry. Und dann lässt er sich plötzlich überhaupt nicht mehr blicken. Wenn ich sie nicht so gut kennen würde. Wir sollten nachher noch aufschauen zu ihm. Im Moment ist er krank. Vielleicht möchte er bloß ein bisschen allein sein. So weit kommt's noch. Für was ist er schließlich in Ischl? Also? Wiedersehen, schönes Kind. Mit den Läusl. Schön grüßen. Mach ich, Herr Oberförster. Frech werden mich Zano. Und einen schönen Gruß, bitte, an die Frau Baronin. Ja, ja, schon recht. Da unten, das ist er. Ja. Der Welttipp? Ja, der mit dem komischen Hut. So ein Blödsinn. Aber natürlich ist er's. Ach, das meine ich doch nicht. Ich hab meinen Hirschfänger oben bei der Hütte vergessen. Soll ich ihn holen, Herr Baron? Nein, nein, lassen Sie das nur. Bringen Sie lieber unseren Jagdgast runter nach Ischl. Ich hole ihn schon selbst. Wie Sie meinen. Wir können ja auch warten. Ach, besser nicht, Herr von Nagel. Bis ich wieder zurück wäre, wo Sie doch heute zur Hoftafel eingeladen sind. Und bei unserem Kaiser, da heißt's pünktlich sein. Außerdem sehen wir uns doch nächste Woche, wenn wir auf den Hirschen gehen, mit dem General von Saratsky. Ja, ich freue mich schon sehr, den alten Hautegen kennenzulernen. Also dann, grüßen Sie mir, Ihre werte Frau Gemahlin. Sie, die Ihre und einen schönen Tag noch. Grüß Gott. Tag. Ja, Herr Baron, haben Sie was vergessen? Ja, mein Veitel. Ich habe aber nichts gefunden. Arbeitet der Läusl? Ja. Warum, Herr Baron? Oder wieder, da wieder. Ja, wie kommen Sie denn da drauf?
Hör auf, dich blöd zu stellen. Da musst du ja auf die Trauen, die ganze schwarz und braun. Wir sind so schön. Einen schönen Abend, meine verehrten Damen. Bis zum nächsten Mal. Komm, die Gäste warten, mein Kind. Herr Lisa, grüß dich. Oh, der Diener von dem Herrn trägt dir die Wäsche. Recht hast, was ich immer sage, selbst als ein Alter ist der Mann sowas gut. Das Pech ist nur, bei meinem Schwesterherz wird Ihnen das leider nichts nützen. Sag bloß, diese altkluge Chöre ist seine Schwester. Meine jüngste Hoheit, die Kathi. Besser altklug der Herr als alt und das Gegenteil. Oder finden Sie, dass es gescheit ist, in Ihrem Alter mit meiner Schwester zu balzen? Wodurch ganz Ischl weiß, dass sie eine Jungfrau ist. Weißt du was? Da ich alt und blöd bin, nehmen wir deine Schwester einfach mit. Und wer bist du, mein schönes Kind? Die Gisselberger Gertrud Hoheit. Was habt ihr denn jetzt zwei mit eurer dauernden Hoheit? Weißt du nicht, wer das ist? Keine Ahnung. Und der Fürst von und zu lieben. Sie sind. Sind zu kommen, sich täuschen. Ich hätte sie mehr für einen Künstler gehalten. Und wohin wollen Sie mich mitnehmen? Wenn man fragen darf. Ich gebe heute Abend ein kleines Fest und wenn ich auch selber keiner bin, es werden einige Künstler da sein. Hofmannsthal, Felix Braun, Egon Schiele, Schönberg. Der Schiele? Ist das womöglich der Maler? Derselbe. Wieso, kennst du ihn? Na, aber das ist doch der, den sie eingesperrt haben wegen Unzucht mit minderjährigen Mädchen. Um ihn nach 3 Tagen wieder freizulassen, du wirst es nicht glauben, selbst die Justiz dieses Landes hat eingesehen, dass Kunst nicht zwangsläufig mit Unzucht zu tun hat. Also, wenn du Lust hast, Schönberg wird nach dem Essen spielen. Und wie komme ich dann heim? Du wirst in meinem Haus übernachten. Nicht böse, ein Fürst, aber ich bin nicht so eine. Das hat deine Schwester auch gesagt. Du kriegst jetzt natürlich ein Gästezimmer. Das kenne ich schon, Hoheit. Aber so ein Zimmer hat meistens auch Türen. Und dann steht man da, hat ein Kind im Bauch und in der nächsten Saison täten sie mich nicht einmal grüßen. So. Da sind wir also. Sie sind sicher die Mutter? Ja. Hat's was angestellt? Das kann man wohl sagen. Gottes Willen. Was denn, hoher Herr? Sie hat mir beinahe das Herz gebrochen. Ich warte draußen auf dich. Einladen? Beim Fürsten von Lieben? Ja, heute Abend. Und wie kommst du dann heim vom Grundlsee? Ich darf bei ihm übernachten. Mach dich nicht unglücklich, Kind. So feine Herren wollen doch immer dasselbe. Ferri. Ja, da schaust. Herr Rittmeister? Baroness. Ja, wenigstens hast du ein schlechtes Gewissen. Helene einfach im Stich zu lassen. Du wolltest dich doch um sie kümmern. Nee. Eine Freundschaft ist das? Oder hast du womöglich? Du
bist nicht allein. Gib's zu. Du irrst dich. Leider. Und wie allein ich bin. Und du hast den Patron nicht besuchen wollen. Ich sagte. So, jetzt zeigst du uns das Haus und dann machen wir uns einen schönen Abend in Ischl. Sonst versaust du uns hier oben womöglich. Na, wie gefällt's dir, Helene? Schöne Aussicht, wie sie es gesagt haben. Ich hoffe, es gibt bei dir was zum Trinken. Ich habe eine Moster. Von der Lisa. Das schön, von der Lisa. Aber uns erzählen, dass er allein ist. Trotzdem, liebe mich. Die Mädchen locken eben gern an sich, nur mögen sie mit Geistern nicht verkehren. Die Gegenwart ist alles, lass dich's lehren. Ich liebe, aber guter, ach, nicht dich. Zwar darfst du, was ich gerne hab, vermehren, doch lieb ich dich nicht. Andere liebe ich. Ein sentimentales Schaukelpferd, unser Felix. Eifersüchtig, Hofmannsthal. Da bist du ja endlich. Ich hab Alfons. Du schaust. Na, wie soll ich denn ausschauen? Du bist ja ganz blutig. Na, wo ich so schwer gestürzt bin? Gestürzt? Weißt du, wie das ausschaut, Alfons? Als ob dich jemand verdroschen hätte. So ein Blödsinn. Das muss man verbinden. Lass mich in Ruhe, das weiß ich selber. Das sagt man nicht, so eine Frechheit! Womit habe ich das alles verdient? Muss man sich denn immer alles verdienen? Bei uns da schon. Ach ja. Ich weiß zwar auch nicht, womit ich es verdient habe, dich treffen zu dürfen. Aber darf ich trotzdem deine Hände küssen? Aber Hoheit. Menschen, die ich liebe, sagen Max zu mir. Ich kann doch unmöglich. Es würde mich mehr als glücklich machen. Sie erwarten doch wohl hoffentlich nicht von mir, dass ich auf diesen Künstler und dieses Landmädchen warte. Keine Sorge. Der Künstler malt das Landmädchen gerade. Sie dürfen mit dem Essen sofort beginnen. Manchmal verstehe ich Sie einfach nicht. Da geht es Ihnen besser als mir. Ich verstehe Sie nie. Das mag wohl seinen Grund darin haben, dass es auch nicht zu verstehen gibt. Wo ist eigentlich Karl Otto? Karl Otto? Das ist doch wohl. Na, warte. Was machst du denn da, Karl Otto? Mein Gott.
Frederik, ich muss dich bitten, das Haus deines Vaters auf der Stelle mit mir zu verlassen. Denn du wüsstest, was dieser Schiele, ein Sittenskandal. In ihrem Hause ist meines Bleibens nicht länger. Wenn sie diese beiden Subjekte nicht auf der Stelle entfernen, werde ich für den Rest der Saison in ein Hotel ziehen. Das werden sie dann wohl müssen. Menschen wie sie kann diese Welt entbehren. Auch solche Subjekte, wie sie es nennen, kann jedoch weder die Welt noch ich selber verzichten. Friederike, du packst. Ja, Graf, man muss alles können und nicht nur gern tun. Sie haben leider verloren. Wer würde Ihnen nicht gerne unterliegen? Und zwar in jeder Hinsicht. Haben Sie wirklich in jeder gesagt? Nun ja. Beinahe. Also doch nicht in jeder. Ich hatte nur, dass das klar ist. Ich fahre mich schlagen, Jos. Wenn es dann losgeht, hört sich sowieso auf mit der Bevormundung durch diese Deutschen. Und dass es losgeht, bin ich mir sicher. Ich fahre zwar in den nächsten Wochen nach Zagreb und Bukarest, um dort zu vermitteln. Aber versprechen tue ich mir ehrlich gesagt nichts davon. Ja, sag einmal, spinnst du? Und das ist die Blusen von der Resi, die 3 Kronen kostet. Ich weiß, für sie ist das nur ein Trinkgeld. Aber für die Resi ist das ein ganzer Wochenlohn. Komm, verschwind da! Erst, wenn ich das Geld für die Blusen hab. Ober! Weil es ist uns so lang spazierenwatschen wert, bis ihr lebt und kein Madel mehr angreifen. Was gibt's, Herr Baron? Schmeißen Sie den Kerl da raus. Ich weiß gar nicht, wovon er redet. Kommt's! Ach, Sie haben's gleich gar nicht vergewaltigen wollen? Auf was warten Sie noch? Komm, geh mal, Bierschall! Phil, Pepe! Sie sind genauso eine Sau wie Ihr Vater, dass Sie es wissen! Aber probiert es noch einmal! Dann bringe ich Sie um! Aber wenn Sie 10-mal das Holz bei uns an! Endlich hat Ischlan echten Skandal.